Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben in diesem Turmruin und eigentlich ist es tatsächlich schon vorbei. Denn den haben wir in der letzten Folge fertig gemacht. Doch ich wollte ihn erst heute beenden und deshalb springen wir hier in dieses Loch. Whee! Und dann kommen wir so unten in der oberen Ebene, kommen wir von oben ungefähr mittig raus, könnte man sagen. Und das bedeutet einfach, dass wir jetzt hier in der Nähe von diesen Hunden oder was sind das? Wölfe? Hunde? Auf jeden Fall bei diesen drei Pokémon sind. Und sollen wir uns trauen, die anzusprechen? Ich meine, ja gut, warum sind wir sonst hier? Let's go! Tja, jetzt sind sie alle abgehauen. Außer dieses eine wilde Pokémon, was mich gerade stören will. Es ist zum Glück ein Smoggern, heißt, ich kann schnell Konfusion damit machen. Und... oh, schade. Ich wollte gerade sagen, Level up, juhu. Hat sich doch gelohnt. Ja, jetzt sind sie abgehauen. Super. Das hat sich ja gelohnt. Echt. Ja, wow. Das waren übrigens Entei, Raikou und Suicune. Doch über die werden wir noch nicht viel reden können. Normalerweise gibt es ja so einen Charakter, der einen über die erzählt, aber irgendwie, vielleicht gibt es ja nur einen Kristall und einen Remakes. Weiß ich jetzt nicht. So, zack, Smoggon ist down, wir erreichen Level 20, denn Overwood wird ein sehr großer Hauptteil in der Arena sein. Oh, Giftpuder. Gerne, gerne, ich liebe Giftpuder, let's go. Wir machen... ja, gut. Setzer muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Superschall ist halt sehr gut, weil das Konfusion macht. Oder Verwirrung. Ich habe die Attacke Konfusion, macht keine Konfusion, hä? Tackle oder Aussetzer? Machen wir Tackle weg. Weil für normale Attacken habe ich ja jetzt meinen Blutzug nicht. So. Aber hier kann man noch runterfallen, deshalb wollte ich hier nach oben gehen. Oh, ist aber für Stärke. Alter, wer geht denn hier bitte zurück, nur um sich dieses Item noch zu holen? Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Und weiß nicht, ob ich es wissen will. Und hey, es ist Tag, juhu! Ich wollte euch einfach diese schöne grüne Landschaft hier zeigen, die man in der Nacht nicht sehen konnte. Ja. So, zack, zack. Nice, gehealt. So, und jetzt machen wir uns auf die Arena. Die ist nämlich hier. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City. Echt? Boah, cool. Habe ich alles richtig eingestellt? Ja. Dann let's go. Hältst du unseren Pokémon Stand? Was? Ich soll euren Stand halten? Oder meint was anderes? Ist auch egal. Wird jetzt auf jeden Fall erstmal zu... das soll heißen, er ist jetzt tot. Lol. Das hat sich angehört wie Zepeise. Aus Gen 4. Alter, wenn ich es gleich nochmal habe. Komm, mach es jetzt nochmal ein. Das war gerade ein geiler Zufall. Das hat sich halt wirklich angehört. Weiß nicht, ob das nur ich bin, aber fand ich gerade einfach lustig. Also es ist nicht so, dass ich es nicht wüsste, aber mir ist gerade, ich habe es wieder gemerkt, sagen wir es so. So, komm, greif mich an. Nicht mit Fluch! Du kleiner, mieser Penner. Ja, so nennen wir Leute wie dich. Dead. Das ist einfach Freakspiel. Ess dich alle weg. Meine Motte ist die einfach alle weg. Und ja, Overwood ist eine Motte, also Blutzug. Zumindest denke ich mal, dass es eine Motte ist. Was soll es sonst sein? Und es trifft mich noch nicht mal. Was ist das für eine KI? Hab es gerade auch gesehen. Oh, aber wegen Fluch kriege ich halt so viel Damage. Ach, come on. Schon wieder. Oh Mann. Dann gib mir die Free XP, dankeschön. Und dann der Arena machen wir übrigens die Kimono Girls. Also kein Clickbait hier, nein. Weiß nicht, was ich nicht hingeschrieben habe, aber auf jeden Fall kein Clickbait, nein. Bei mir ist alles real.
Nicht so wie bei Leuten wie Leon Mark Scheren oder so Typen. Nein, bei mir ist alles real. Aber dieses Nebulak, das ist ein Geist, das ist nicht real. Deshalb müssen wir das schnell umbringen. Du hast irgendwelche Lügen über mich erzählt. So, jetzt gib mir mein Level ab und verschwinde. Tschüss. Nice. Ein Pokémon hat er noch, oder? Ja. Noch ein Nebulak. Ach komm, reicht jetzt. Ist mir egal. Volltreffer. Oh oh, ich hab mich mit Volltreffer getroffen. Ein Leben. Wegen Fluch würde ich jetzt sterben. Aber die Runde ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Juhu. Oh, gut gemacht. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Ja, ich weiß. So, ich gehe ganz schnell heilen, Leute. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das einfach reinspeede. So. Und dann zack, mache ich den ja. Einmal speeden drücken und dann bin ich da. Doch, diese Arena scheint nicht so, wie sie aussieht. Denn wir laufen hier auf Luft, aber hier laufen wir nirgendwo hin. So, man muss das, glaube ich, so machen, ne? Ja, so ist richtig. Man muss gegen alle kämpfen. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden. Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Let's go! Aber diese Arena ist viel besser gemacht worden im Remake, finde ich. Ich meine, die Arena ist insgesamt nicht so schwer, weil du kannst ja nicht so viel Verschiedenes ausprobieren, aber die kann es schon in sich haben, wenn du wirklich keine Ahnung hast, was du machen sollst. Also die machen so viel... Okay, es war ein Volltreffer, aber trotzdem machen wir so viel Damage gegen den Apollo. Ja, ja, zu Peisenauge. Hau ab. Du hast meine Farbpalette. Verpiss dich. Kannst nicht meine Farbpalette haben. Das geht nicht. Hör mit dem Fluch. Nein. Oh oh, oh oh. Ich bin paralysiert. Aber ich treffe. Aber er trifft auch. Und er setzt Schlecker ein. Und ich hab gewonnen. Irgendwie. Nice. Yes, Level 22. Ist das nicht nice? Was? Ja, das. Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Ja. That's true. So, aber ich muss auch wieder heilen. Und ich habe keinen Bock, das rauszusteigen, deshalb speed einfach vor. Nicht, dass ich nicht steigen könnte oder so, aber ich habe einfach keine Lust für so ganz viele Kleinigkeiten zu schneiden. Könnte ich machen. Also, wenn ihr das wollt, könnte ich es gerne machen. Ich weiß ja nicht, wie das für euch besser ansehbar ist. Kommt dann einfach hier lang? Ja, genau. Ich habe den Frühling mit meinen Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Danke für deine... Für deine Lebensgeschichte. Wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt schickt es an Apollo. Weil ich was Böses gesagt habe. So, zack. Und Horrorblick immer einfach, dass ich Rex wechseln kann. Ist vor allem gut gegen manche andere Pokémon, die wir noch sehen werden. Sag ich mal so. Ich hätte schon fast gesagt. Deshalb. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Ja, okay. Woher kommen Pokémon? Ich glaube ja, es gibt mal diese Frage. Ich werde siegen. Du wirst siegen? Ist das dein... Denkst du das wirklich? Denkst du wirklich, du wirst siegen? Alte Zenobia? Oder Zenobia? Keine Ahnung. Du wirst nicht siegen. Wir machen den ja und dann machen wir... Es gibt nur ein bisschen so. Merkt ja, dass ich nur so ein bisschen reindrück. Weil ich möchte nicht allzu viel skippen. Ich möchte schon ein bisschen skippen, weil es sind immer die gleichen Pokémon. Also so gesehen fühlt sich es an wie die gleichen Kämpfe immer wieder. Und ich möchte mich langweilen. Deshalb skippe ich. Aber manchmal skippe ich auch nicht, so wie jetzt gerade. Weil ich gerade was zu erzählen hatte. Und dann kann man da auch mal nicht skippen. Weil wenn man was erzählt, ist es spannend. Juhu.
So, zack, down. Ich krieg mein Level up, hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Yes, 23. Also komm, ich denke mal, wir sind gut bewaffnet gegen Jens. Und noch Nebula. Level 20? Oh, oh. Hau ab. Nice. Gewonnen. Und jetzt können wir schon gegen den Arena-Leiter kämpfen, Jens. Ich hab verloren. Ja, das hast du. Wer siegen will, wird es auch tun. Okay. So, heilen wir uns ganz kurz mal. Wir haben ja hier ein paar Heiler zum Glück. Paralyse wurde aufgehoben. Und dann haben wir noch ein bisschen, ich glaube, einen Trank oder so. Ja, ganz normalen Trank können wir auch mal benutzen. Zack. Als ob das nicht ausreicht. Egal, ich hab eh nicht gezählt. Aber pass. Soll ich nach oben gehen? Ja, okay. Ist ja alles richtig? Nee, das hätte ich nicht. Okay. Wusste ich nicht. Gut. Ist aber auch nicht wichtig. Zack, hier ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt kämpfen wir gegen Jens. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Tick City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Da habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Oder ich könnte dich besiegen. Da ist Leiter Jens. Macht diesmal keinen Stream, sondern kämpft gegen uns. Seine anderen Story. Ich hör auf mit dem Job, sorry. Es ist Jens. Aus Pokémon. Leider kriegen wir sofort einen Fluch reingedonnert, aber dafür sollte er sterben. Nice, durch den Volltreffer stirbt er aber dafür sofort. Heißt der Nebelock schon mal down. So, jetzt kommt dann Apollo. Es wird immer schwerer. Das war das Einfachste. Könnt ihr euch ja vorstellen, zu was sich Apollo wohl entwickeln wird. Spoiler, es wird zu Gengar. Ja, und das hat er leider. Und es ist dann ein bisschen schwierig, kann man sagen. Deshalb hoffe ich, dass ich ihn jetzt gleich down bekomme. Und ja, ich spam gerade Konfusion, lasst mich. Verdammt, ein Nachtnebel ist effektiv. Ah, nee, ist es nicht. Haben sie verwechselt. Aber Nachtnebel ist eine gute Attacke. Oh, oh. Okay, nächste Runde ist es down. Aber ich wollte gerade sagen, nicht heilen brauche ich nicht, aber jetzt brauche ich sowas von Heilung. Okay. Supertrank. Gib mir ganz schön Supertrank. Reingesondert. Nice. Okay, wir sind wieder fit. Durch den Fluch aber nicht, aber Apollo darf ja noch angreifen mit Nachtnebel. Oh, nein, 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 nein. Oh, warum macht das so viel Damage? Okay, heilen nochmal. Als ob ich eingeschlafen bin. Habe ich noch. Ja, ich habe auch Wecker. Nice, let's go. Wecker. Leider bin ich wieder gleich am Sterben. Ach komm, scheiß drauf. Let's go. Einfach, ist mir jetzt egal. Und dann switch ich raus. Was? Das ist kein. Oh. Oder kommt Gengar. Ich tue Flamesack rein. Und es wird dann ein Ovo teilen, glaube ich. Was war das für ein Geschrei? Hat sich angehört wie so ein Fleckmon. Gengar ist ein bisschen enttäuscht in diesem Spiel, ne? Nein, nein, nein. Falsches Pokémon. Oh Gott, ich hab grad voll Angst. Bei manchen Spielen ist es ja so, wenn du es auf falsches Pokémon machst, dann wird es abgebrochen und dann darfst du gar nichts mehr machen in der Runde, was voll kacke ist. Och nö, ey, du bist doch böse. Ja, ich bin tot. Deshalb switch ich schnell raus. Und hoffe, dass ich. Ah, Fluch ist glaube ich weg, oder? Kann das sein? Naja, ich darf aber. Traumfresser macht so viel. Traumfresser macht so viel! Okay, Amphi. Scheiße. Donnerwelle erstmal. Okay, es trifft. Lol, sein Sprite in. Wenn das so aufleuchtet bei der Attacke. Das sah gerade ein bisschen creepy aus, tatsächlich. Okay, leider schlafe ich und er kann Traumfresser machen. Junge, der ist paralysiert. Dürfte eigentlich nicht. Komm schon. Are you kidding me? Ach Mann. Scheiße, Mann, ey. Okay, gut, komm.
Nice, er greift mich an. Leider schlafe ich, aber er greift. So. Ich habe noch Beleber, oder? Wo sind die? Sind hier unten, ne? Nein? Ich habe Beleber. Ich habe welche eingekauft. Ich bin mir 100% sicher da. Alter, dass ich so viele Probleme haben werde mit Gengar. Wundert mich gerade ein bisschen. Bin heilig. Flamesack. Und dann heile ich ihn nochmal. Guck mal, er ist diesmal nicht am Schlafen. Gib mir schnell. Mach ich so langsam. Warum muss ich so langsam scrollen immer? So, Supertrank, damit ich full bin. Er kann nicht angreifen. Perfekt. Glut. Okay, Glut, 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 Glut. Keine Wirkung. Let's go. Glut, 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 Glut. Stirbst du? Nächste Runde stirbt er. Oh nein. Nein. Yes. Yes. Down mit dir. Burn. Ah, oh, wie viel? Oh, wie viel? Was? Und er hat noch ein. Hallo? Ohne Grund, okay. Ohne Sinn, ohne Grund und alles. Oh, 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 Nacht nehmen. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht crittet. Aber ich ihn hoffentlich critte. Okay, let's go. Einfach drauf. Er wird down sein, der kann mich nicht killen. Nice, gewonnen! Huh, sein Gengar ist echt schwer. Ich hab Angst, bin ich underlevelt? Nee, oder? Obwohl, aber der war schon ziemlich hoch für den Level. Level 26! Also wir kommen an die Entwicklungen näher ran und dann werden wir mega OP sein, ich sag's euch, Leute. Ich bin da nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Dankeschön. Phantomorden. Erhalte. Yeah. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. DM30. Was ist denn DM30? Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setz ihn ein, wenn er dir gefällt. Ja, könnte mir gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ihn irgendwer aus meinen Pokémon erlernen kann. Deshalb, gucken wir mal. Nein, oder? Nope. Schade. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Aber Leute, wir haben jetzt 4 Orden. Ist das nicht krass? So, ich habe euch versprochen, wir machen noch die Kimono Girls. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen werden. Aber wir werden dann in der nächsten Folge, nachdem wir die geschafft haben, uns in neue Gebiete aufbrechen. Das wird bestimmt episch. Oh yeah. So, auf zu den Kimono Girls, Kimono Girls, Kimana Girls. Wo sind sie? Da sind sie. Juhu! Oh, die Musik ist ja echt nice. Auch ein bisschen mysteriös, finde ich. Okay, geiles Rizeros hier. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nicht besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Echt? Boah, cool, dann schlagen wir die ganzen Frauen kaputt. Dieser Mann hat immer sein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Okay, keine Ahnung. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Okay, und das sind die Kimono Girls. Schaut sie euch an. Alle hier haben etwas gemeinsam, außer das Kleid. Und zwar, wenn ich jetzt mit einem von denen rede. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Ja, die wollen alle kämpfen. Und haben alle ein bestimmtes Pokémon. Und zwar eine Evoli-Form. Die hier zum Beispiel an Flamara. Was so ein bisschen seltsam reinguckt. So, das vergiften wir erstmal. Feenstaub. So, oh, 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 nein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Gut, gut, gut. Okay. Hey, wozu tankt irgendwie alles voll? Noch so nice. Feuer gegen Feuer? Ja. Feuer bekämpfen wir am besten mit Feuer. So.
dann werden wir in der nächsten Folge die alle besiegen. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen, damit ich kein Clickbait mache. Auf jeden Fall. So, Glut, Ruckzucki. Was machen wir? Ich mach mal Ruckzucki. Quick Attack! Okay. Komm, lass mal's. So, zack. Selbst wenn es jetzt nicht wegen einer Attacke stirbt, würde es bis es gegen Vergiftung sterben, aber es ist down. Nice. Und Novo Level Up! Woo! Wir nähern uns! Wir nähern uns! Ah, du bist sehr stark. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Oh, und ich würde euch gerne mal wiedersehen, Leute, in der nächsten Folge. Haut rein!